Und somit grüßt ihr zurück zu Tomb Raider. Wir sind hier im Grab, Tränen der Quelle, glaube ich, oder Quelle der Träne. Und wir müssen da hinauf, glaube ich. Jetzt stellt sich nur die große Frage. Wie? Genau, ich habe null Ahnung. Aber wirklich dieses Mal null Ahnung. Weil uns nur, kann ich da jetzt sagen, dieses Seil angezeigt wird. Warte mal, ist da ein... Gehen wir mal da oben, vielleicht... Vielleicht lässt sich das so irgendwie bewerkstelligen. Schauen wir mal. Ist da, und was ist da unten? Ah, da ist ein Gewicht. Okay. Dort ist ein Gewicht. Und was ist da hinten? Benzin, da geht's aussehen. Das ist jetzt eine gute Frage. Eine ganz gute Frage. Wie funktioniert das? Das hängt da. An dem Seil kommt sie nicht auf, oder? Nein. Ganz versteht du es nicht. Naja, wenn das so ist, dann beschweren wir das Ganze ein bisschen. Vielleicht geht's dann. Schauen wir mal. Schwuppdiwupps! Dann werden wir noch was brauchen, glaube ich. Rendirndl. Danke. Seltsam. Die Solari entweihen diese alten Ruinen und nutzen sie selbst als Verehrungsstätten? Ja, wenn du mir das so erzählst, Mädchen, dann wird das schon so sein. Und gleich eingesteckt. Du kleines, geiles Luder, du. Wir könnten dort einen Fertigkeitenpunkt vergeben in diesem Gräbchen. Das werden wir auch machen. Oh. Die Ausrüstung könnte man auch noch ein bisschen verbessern. Was gibt's denn noch? Das haben wir schon gemacht. Salve. Was haben wir denn da noch?
Laufmantel. Ein Laufmantel, der die Bedienung erleichtert und dadurch den Schaden erhöht. Na bitte, einen größeren Schaden braucht man immer. Naja. Aber ich glaube, jetzt haben wir schon einen Bereich, wo der Schaden bzw. die Materialien ja doch schon ein bisschen mehr werden. Da sind wir durch. Fähigkeiten, was gibt's denn da? Tierische Instinkte brauchen wir eigentlich nicht. Orientierung, was ist da? Alle Grabengänge und Schatzkarten sind nun auf ihrer Karte verzeichnet. Das braucht man nicht unbedingt, wir wollen ja eigentlich zum größten Teil nur die Story machen. Tierische Instinkte, Jäger, was gibt's denn da? Bogenexperte, benutzen Sie Ihre Pfeile im Nahkampf für zusätzliche Belohnungen. Schalten Sie das Kopfschuss-Fadenkreuz frei. Na bitte. Töten Sie Feinde auf kurze Distanz für mehr Belohnungen. Benutzen Sie das Gewehr auf kurze Distanz, okay. Das Dumme ist, dass sie das alles gut anhucht. Schmerztoleranz. Axtexperte, versetzen Sie Feinden mit Ihrer Kletteraxt einen tödlichen Hieb. Ausweichkonter, weichen Sie einem Gegner aus, stoßen Sie ihm einen Pfeil ins Knie. Todesstoß, was haben wir da? Ausweichkill. Benötigt Ausweichkonter, das ist der Schamot. Bogen, Pistolen, Gewehr, Schrotflinte. Schalten Sie Feinde. Ah, wieso Rang 3? Wo ist da bitte Rang 3? Haben wir auch schon alles. Findige Pistolen, was? Plünderung. Was das wir machen? Plünderung. Was benötigt Pfeile wiederfinden da? So, weiter geht's, nachdem ich da jetzt da minutenlang blöd gesucht habe. Ah, der Ausgang war da hinten aus, gell? Ja. Haben wir schon genug Zeit darin vertrödelt und verblödelt? Mädchen, du brauchst jetzt aber Kopf. Achso. Hä? Ja, wie gesagt, Teil 2 und 3 kenne ich nicht. Da habe ich keine Ahnung. Also da wäre ich relativ blind ins Spiel gegangen. Drücken Sie, um Belohnungsorte auf der Karte anzuzeigen. Ja, das braucht man nicht unbedingt. Ich habe gesagt, ich will nur die Story ein bisschen mehr machen. Ah, da waren wir, genau. Gibt's da irgendwas zum Plündern? Nö. Was ist da hinten? Nix. Weiter geht's. Finden Sie einen Weg durch das Tor. Hä? Durch was für ein Tor? Okay, da müssen wir hin.
Ich rechne mal mit riesigem Widerstand. Da ist nix. Was ist da hinten? Nix. Na bitte, haben wir das auch geschafft irgendwie. So. Na komm. Drück an, drück an, drück, 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 drück. Ah. Drück, 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 drück. Oh, oh. Ah. Infiltrieren Sie den Palast. Oh. Herrlich. Ja, infiltrieren geht aber für mich so, dass ich für mich... Was ist los? Ja, die wissen, dass du kommst. Was ist los, Lara? Das zu infiltrieren sein? Na dann. Was ist denn da unten alles? Ich habe so die Ahnung, als hätten die schon etwas vorbereitet. Wo muss ich da hin? Was für Richtung? Ah, eh da in die Richtung. Okay. Darfst du wieder mal durch ein Gift durch? Darfst du wieder mal durch eine Brühe warten, mein Schatzer? So, sind wir da hinten? Aha. Die machen keine halben Sachen, hä? Sarah, hier oben! Grim! Du bist entkommen! Ich kann nichts halten! Komm rauf! Zündet sie an! Du hast gesehen, Sarah! Outsiderin! Keine Chance, ihr Schwein! Wow! Leck mich doch am Buckel. War eh klar. Wurscht, dann brauchen wir es nochmal. Ja, das ist eine Scheißstelle zum zum. Boah.
Nur wenn wir mehr treffen, dann war das noch besser. Geht da runter und legt sie um! Da kommen noch mehr! Na endlich einmal, Lara! So wütend und nicht anders. Du Sirse! Uah, Nudel! Mah! So deppert! Sehr gut! Fix, ich hab halt kein Zü und kein Nix und kein gar nix. Also nix von nix. Ja, ja. Wenn ich nicht schneller bin. Auto. Ja, wie viel Wellen muss ich jetzt noch arbeiten? Wellen abarbeiten ist ja mittlerweile schon ein bisschen langweilig. Lara, du lebst noch! Gerade so! Wo sind die anderen? Immer noch eingesperrt, aber ich weiß wo. Komm rauf, dann holen wir sie da raus. Von hier aus komme ich nicht rauf. Verdammt! Aber die haben hier eine Anlage zur Frachtbeförderung. Vielleicht kommst du ja damit über die andere Seite. Okay, schon unterwegs. Also ein Ziel habe ich heute, das ist ein Wahnsinn. Naja. Sollte jetzt auch kein Problem darstellen. Werden wir schon irgendwie hinkriegen. So. Dich nehmen wir noch mit. Wunderschön. Ja, dich nehmen wir noch mit. Waffenmodifizierung, schön. Haben wir da alles mitgenommen, da nehmen wir noch was mit, das ist alles voll, ja. Stellt sich mir nur die große Frage, wo wir da hin müssen. Ah, da hoffe ich. Ah, da haben wir schon alles mitgenommen. So, Lara, auf da mit dir. Beweg deinen Arsch! Aber wir lassen uns nicht lumpen, wir nehmen das gleich mit von den Halunken. So. Aha, das geht nicht, das geht nicht. Alter Apfel. Hallo Schwein. Oh, wir sind voll bis oben hin. Hä? Warum? Was hat das für einen höheren Nutzen? Gar keinen wahrscheinlich. Die Outsiderin ist hier! Warnt die anderen! Ich hab mich versteckt vor dir, du Pfeife. Warte, halten wir uns.
Die macht ein bisschen mehr Schaden. Na komm. Haha. Aha. Pech gehabt, mein Sohn. Pech gehabt, Pech gehabt. Was gibt's da hinten? Nix. Munition. Sehr gut. Sind normalerweise aus lackiertem Holz, aber dieser besteht aus Messing. Stammt wahrscheinlich aus dem 19. Jahrhundert. Ja, jetzt bist du aber um einiges schlauer wie ich. Versteh du nix. Das 19. Jahrhundert, ach schön. Er nimmt zuerst Ärm. Nein, Ärm. Haha. Na komm. So wie zum Thema, ich hab heute kurz zu. Schau, ich komme vor wie in der nackten Kanone, weißt du? Hinter der Bank, hinter irgendwas in deinem Kübel und dann kein Meter auseinander, ne? Sehr gut, mein Sohn. Du hast dir gerade selber den Pöter weggeschossen. Ach, schön. Dass ich auf meinen alten Tag das auch noch mal erleben darf. Uah! Ab wieder! Was halten denn die Deppen aus? So. Schon wieder ein Grab in der Nähe. Ach, das ist doch schön. Nur was machen willst, die andere Frage. Da ist nix. Eine Windmühle. Wo ist er? Wo ist Arbeit? Zurück, Abi. Dirndl. Zack, brack. Ja, aber wo ist jetzt das Lager? Reliquie. Grab. Lager. Was ist da hinten? Na bitte, die haben gleich ein eigenes Stollwerk dabei.
Ah. Naja. Ist doch auch mal was Schönes. Aha. Ist natürlich sehr interessant. Gut, schauen wir mal da hinten weiter. Was ist da? Hä? Na, glaube ich da. Ja, aber das Lager hätte jetzt noch nicht gesagt. Da hinten ist das gut versteckt. Auf alle Fälle. Was ist da? Da vielleicht. Ja. Bergungsgut. Immer gut. Was? Ah, da ist das Grab, glaube ich. Da muss das Grab sein. Frage, wie lang geht denn das Spiel? Ist ja Wahnsinn, hätte ich mir nicht gedacht. Ah, da ist der die Transportmöglichkeit, da müssen wir da rauf. Und dann da mitreisen. Okay. Oh, gespeichert, jawohl. Jetzt schauen wir da schnell. Bergungsgut. Wir haben ja noch irgendein Waffen ab. Wir haben ja irgendein Upgrade da. Schrot, Schützengraben-Schrotflinte. Fügt einen alternativen Feuermodus hinzu, mit welchem die die Reichweite erzielt wird, eine größere. Ja, nehmen wir. Da sind wir voll. Ja, da haben wir zu wenig. Da sind wir auch durch eigentlich. Ja, passt. Also ich hätte gesagt, wir machen in der nächsten Episode weiter. Dann ab hier hinauf, dort hinüber und dann schauen, was uns noch erwartet. Bis zum nächsten Mal. Baba.